geht ab, Leute, Hunger. Wie ihr da vorne schon sehen könnt, fette gelbe Gruppe, nicht gelbe Gruppe, fette Gruppe. Ich hab schon vorausgedacht, nur an die gelben gedacht. Auf jeden Fall fette Gruppe für einen Raid, Despotar. Hallo. Kein Problem, du bist schon berühmt. Wie geht's? Und? Alles okay? Und? Heute wird's? Zeit unterlaufen. Es geht ab, Justus. Sind wir dann alle rot, oder was? Einer der glücklichen drei, die 100% Respekt haben. Wollen wir rein, oder? Guck mal für die Kamera, wie viel BP braucht. 2027. Alles klar, wir halten ein Auge drauf. Geht schon los. Also Blau fängt an, gell? Wir fangen an und wir sagen mal Bescheid, wenn wir drin sind, dann könnt ihr anfangen. Okay. Müssen wir mit den Roten jetzt machen, oder was? Wahrscheinlich, ja. Müssen! Ihr könnt es auch zur dritten Reihe versuchen, oder? Wir sind zu viert. Zu viert. Ja, zu viert können wir schaffen, wenn man richtig, richtig hackt. Machen wir mal anders. Dann können wir wieder in eine öffentliche Gruppe rein, also einfach auf den grünen Button kämpfen drücken und dann sind wir drin. Aha. Aber wir müssen warten, bis der Timer zum Auswählen bei denen abgebrochen ist und die schon. Also ihr könntet rein. Das ist eine private Gruppe mit drei Minuten. Gelb. Hast du schon gemacht? Also einfach auf Kämpfen. So, es geht los. Ich habe versucht auf den Kollegen zu warten, aber der braucht echt zu lange. 110 Sekunden haben wir. 110 Sekunden. Genau, 12 Leute sind drin. By the way. Tut mir leid, Gerhard, falls du das siehst. Zwei gelbe auch hier. Ich könnte ein paar. Drei. Drei gelb machen, wenn ich vielleicht die Frauen sich auf 6 wähle. Setzen wir uns mal kurz. Dann geht es gleich los. Echt schön, so viele Leute zu sehen. Immer ein paar bekannte Gesichter dabei, natürlich. So, Countdown läuft. Ich habe euch versprochen, nicht mehr Sasana-Berge zu werfen. Aber jetzt nur noch goldene Himmelberge. Beim letzten Mal hat es gut funktioniert. Direkt erster Wurf exzellent drin geblieben. Kein Eierschlackern, kein Schwitzen. Das leckt böse. Bei mir hat es noch nie so hart geleckt. Das hat bei mir echt noch nie so hart geleckt. So, ein paar Sekunden erst vorbei, aber ist nur noch ein Drittel. Alter. Okay, das ging schnell. Schauen wir uns mal die Belohnung an. 2097. Ist es nicht, 2055. Zwei Charge Terms. Fast TM. Der war saftig. Drei TMs. 7 Bälle, alles klar. Die ersten zwei Bälle verworfen, weil es laggt böse hart. Ich kann es echt nicht glauben, wie hart es laggt, Leute, heute. So leiden, Leute. Ich habe nicht einmal getroffen. Scheiße, ich dachte, ich habe so verstanden, um 4 kommen die Leute und um 24 geht's los. Nein, um 4 geht's los. Ja, um 4 geht's los. Tja. Ja, nur Mann, ich habe schon 3 Discord in 3 Tagen verliebt. Natürlich nicht mal zu 4 oder 5.
So, also das war echt enttäuschend. Leiden pur. Ich habe den einmal, glaube ich, getroffen. So, habe ein paar Kommentare von euch gelesen. Und ich glaube, ihr habt mich vollkommen missverstanden. Also, ich habe immer meinen Spaß an dem Spiel, egal wie schlecht es ist. Und mir ist auch relativ egal, was andere machen. Nur, so wie ich es spiele, spiele ich sehr vorausschauend, was nicht jeder macht und auch nicht jeder verstehen kann, was ich da mache. Wie gesagt, das ist mir aber egal. Nur habe ich nicht gesagt, dass Raids keinen Spaß machen. Auf gar keinen Fall ist es so. Aber ihr habt es gerade gesehen, da waren so viele Leute beim Raid. Und glaubt ihr, in einem Monat werden immer noch so viele Leute da sein? Ich glaube nicht. Und das war der Punkt, den ich ansprechen wollte mit den zu vielen Raids. Aber wir werden es sehen. Wie gesagt, bis dahin, nutzt einfach die Raids aus, habt Spaß. Und zum Thema Raids habe ich hier, muss die Gruppe erstmal finden, eine interessante Statistik gefunden, Bild zugeschickt bekommen. Von den Items, die man aus den Raids bekommen kann, ungefähr die Ratio, ich weiß gerade nicht das deutsche Wort dafür. Auf jeden Fall haben mich ein paar Leute gefragt, ob man auch bei nicht Level 4 Raids Items, also TMs meine ich, bekommen kann. Und ja, das kann man. Das blende ich hier gerade ein, was man anders so bekommen kann und die Wahrscheinlichkeit dafür. Fangen wir mal an mit TMs. Also 0 TMs. Hier seht ihr die Liste, also Level 1, 2, 3, 4. Und dann, ob man 0 TMs bekommt, 1 oder 2 oder mehr. Und ich habe gerade 3 bekommen, also richtig krass. Bei Level 1, zu 89% Wahrscheinlichkeit kriegst du kein einziges Item. Nur 9%, dass du 1 bekommst. Und nur um die 1%, dass du 2 oder mehr TMs bekommst bei einem Level 1 Raid. Level 2 fast genauso, 86%, 13 und dann ungefähr 1%. Level 3 ist immer noch relativ selten, dass man mindestens ein Item bekommt. Ist 30%, ist weniger als ein Drittel. Und selbst bei und selbst bei 4 ist es nur ein ganz bisschen mehr als ein Drittel die Wahrscheinlichkeit, dass man ein TM bekommt. Aber hingegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man 2 oder mehr TMs bekommt, auch ein Drittel. Also 2 Drittel Wahrscheinlichkeit, dass man ein TM bekommt, mindestens eins. Und dann um die 36%, also auch um die ein Drittel, dass man gar kein TM bekommt bei Level 4. Schon interessant, ich habe jetzt mehrere TMs, kann ein paar Attacken ändern. Hab wahrscheinlich sogar mehr TMs, als ich Pokémon habe, die ich ändern will, aber mach nochmal demnächst auf jeden Fall ein Video dazu, wo ich einige meiner TMs verwende und einige meiner Pokémon, deren Attacken ändere. So, dann schauen wir uns mal die anderen Sachen an, wie die goldene Beere und die Sonderbonbons. Okay, krass, wie viele goldene Beeren man bekommen kann. So, unterteilt wieder in Level 1, 2, 3, 4. 0 goldene Beeren, 1 bis 3, 4 bis 6, 7 bis 8 und sogar 9 oder mehr. Also bei einem Level 1 Raid ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man 1 bis 3 goldene Beeren bekommt. 73%. 4 bis 6 sehr unwahrscheinlich, 7 bis 8 noch unwahrscheinlicher. Und 9 oder mehr unmöglich. Sind ungefähr 3 Viertel, also 3 von 4 Malen sollte man ein paar Beeren bekommen. Selbe gilt für Level 2 Raids. Und Level 3 ist mit über 80% Wahrscheinlichkeit, dass du Beeren bekommst. Also eigentlich hat man immer Beeren dabei. Ich habe noch nie einen Raid gehabt, wo ich noch keine Beere dabei hatte. Hier steht Wahrscheinlichkeit 13%. Also ein paar Beeren sind immer mit dabei und man kriegt eigentlich genug, zumindest bei Level 4, für den Raid-Boss, den man dann begegnet. Meistens Despoter wahrscheinlich. Weil selbst für Galaxo würde ich echt 100% immer Ananas werfen. Weil der ist echt ruhig, der macht nicht so viele Faxen. Und dann die Sonderbonbons. Für mich eigentlich die interessantesten Items. Wahrscheinlichkeit, dass man Sonderbonbons bekommt, ist ein bisschen höher. Weil Stufe 1 schon mal zum Beispiel ist es bereits 79%. Dass man mindestens 1 bekommt. Bei Stufe 2 ändert sich da nicht viel, das ist auch 79%. Bei Stufe 3 ist es schon über 80%. Ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass man 1 bis 2 Bonbons bekommt. Ein Drittel, dass man 3 bis 4 bekommt. Und dann. Und bei Level 4 Raids kriegt man jedes dritte Mal ungefähr 3 bis 4 Candies. Ist nicht schlecht. 7% Wahrscheinlichkeit, dass man 7 oder mehr Candies bekommt. Und ungefähr jedes fünfte Mal kriegt man 5 bis 6 Candies. Also wie ihr hier sehen könnt, man kann auch Level 1 und 2 Raids machen und da alle Items bekommen. Aber bei Level 4 Raids kriegt man einfach die meisten Sachen. Ich weiß, nicht jeder kann Level 4 Raids schaffen. Es haben echt viele geschrieben, dass sie
irgendwo wohnen, irgendwo leben, wo das nicht möglich ist, wo echt nicht genug Leute zusammenkommen. Das tut mir echt leid. Keine Ahnung, was man dagegen machen kann. Keine Ahnung, ob Niantic dagegen was machen wird. Wir werden es sehen. Aber das war's auf jeden Fall. Kleiner Raid heute. Ich lade noch ein Video hoch. Ein Infovideo für ein Event, das am Freitag stattfindet. In den Parsing-Arkaden. In dem Video habe ich gesagt, dass ich heute über die Arenen reden werde, aber das haben wir doch nicht geschafft. Haben wir doch nochmal über Raids geredet. Aber schaut euch das Video an, falls ihr Interesse an dem Event habt. Ich werde vorbeischauen, falls ihr mich da treffen wollt. Schaut das Video an, wie gesagt. Schreibt unten in die Kommentare, welches von den drei neuen Items euer Lieblings-Item ist. TMs, goldene Berge oder Sonderbonbons. Meins ist Sonderbonbons. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.